So, meine Freunde, ich glaube, es ist Zeit, dass wir jetzt mal wieder über Battlefield 5 reden. Das Game läuft ja jetzt seit ein paar Wochen mit dem neuen EA-Anti-Cheat-Programm, was auf Kernel-Level agiert, also nicht nur an der Oberfläche, sondern ganz tief böse in eure privaten Sachen reinfuscht und so die bösen Cheater ausfindig macht und hopefully bannt. Funktioniert das Ganze denn auch? Also ich spreche jetzt hier für euch aus meiner Erfahrung. Das kann natürlich bei euch und euren Erfahrungen irgendwie anders ausgesehen haben. Aber ich muss sagen, für mich hat sich das Spiel bzw. die Erfahrung im Spiel immens verbessert. So ein Anti-Cheat ist natürlich nicht das Allheilmittel gegen alles und gegen jeden Cheater. Ab und zu habe auch ich oder wir schon noch welche gesehen. Die tauchen hier und da noch auf. Zumindest die, die man halt sofort erkennt. Die Dunkelziffer, das ist jetzt ein anderes Thema. Da kann man natürlich jetzt nicht besonders viel zu sagen. Aber die sogenannten Rage-Hacker, die halt was weiß ich mit Speedhack rumlaufen oder wo jeder Schuss ein Kopfschuss ist etc. Wir kennen sie alle, die Battlefield 5 gespielt haben oder immer noch aktiv spielen. Die sind meiner Meinung nach signifikant weniger geworden, seitdem es das Anti-Cheat-Programm gibt. Und das Spiel spielt sich einfach sehr viel entspannter und besser. In meinen Sessions vor dem Anti-Cheat war definitiv jede zweite bis dritte Runde schon mal auch in jeder Runde ein Hacker, der offensichtlich gecheatet hat. Also so ein eben genannter Rage-Hacker. Ich denke mal, beziehungsweise ich weiß eigentlich, dass das so gut wie jedem so ging, der Battlefield 5 regelmäßig gespielt hat. Und ich für meinen Teil habe da eine merkbare Verbesserung erlebt, auf jeden Fall in den letzten Wochen. Schreibt mir auf jeden Fall mal unten in die Kommentare, wie ihr das so erlebt habt, ob es sich für euch auch besser anfühlt und ob ihr vielleicht sogar wegen dieser News Battlefield 5 nochmal installiert habt. Aber es kann natürlich auch sein, dass ihr gerade erst in diesem Video erfahrt, dass es jetzt ein Kernel-Level-Anti-Cheat-Programm in Battlefield 5 gibt. Auch das bitte ab in die Kommentare. Naja, es fühlt sich auf jeden Fall so an, als würde Battlefield 5 gerade so ein bisschen einen zweiten Frühling erleben. Die Server sind einfach prall gefüllt, egal welchen Game-Mode ihr sucht. Ihr findet auf jeden Fall einen Server, wo man es spielen kann. Natürlich, in Eroberung gibt es die meisten Server. Das ist ja so der Signature-Game-Mode von Battlefield. Aber auch Durchbruch, Frontlinien etc. sind gut bestückt mit Spielern und man findet auf jeden Fall immer eine Runde zum Daddeln. Zumindest auf PC. Das muss ich dazu sagen. Ich bin natürlich auf PC unterwegs. Wie die Experience da bei Konsolenspielern ist, weiß ich nicht. Da Battlefield 5, wie wir alle wissen, ja auch noch kein Crossplay hat. Aber das ist so ein Thema für sich. Crossplay, ja, wenn ihr meine Meinung dazu wissen wollt, ich glaube, dass das in Shooter-Games nicht besonders viel verloren hat. Ich zum Beispiel für meinen Teil als PC-Spieler bzw. als Mausspieler habe eigentlich ja schon auch deshalb aufgehört, Warzone zu spielen, weil man einfach auf Close Range keine Chance hat. Man dann in der Killcam auch noch sieht, warum man keine Chance hat, weil die Crosshairs dann irgendwie auf den Spielern kleben bleiben. Das ist aber eine Diskussion für ein anderes Video. Das Fass will ich jetzt gar nicht aufmachen. Da weiß ich aus Erfahrung und auch natürlich aus Recherchen und Beobachtungen im Internet, dass es dazu jede Meinung gibt, die dann auch vehement bis aufs Blut verteidigt wird. Meine Meinung, man sollte das einfach getrennt voneinander behandeln, also Input-based Matchmaking machen sozusagen und das Ganze nicht vermischen, weil irgendeiner zieht dabei immer den Kürzeren. Ich glaube, man kann das nicht gescheit balancen. Naja, so viel dazu. Die Spielerzahlen von Battlefield 5, um mal dahin wieder zurückzukommen, sind wirklich, wirklich richtig gut. Und damit kann man vielleicht auch so einer Firma wie DICE bzw. der Muttergesellschaft EA zeigen, dass wenn man so ein Spiel weiter supportet und auch daran was tut für die Community, damit die es weiterspielen können, die Leute auch gewillt sind, sogar ein 5 bis 6 Jahre altes Spiel wieder zu spielen, weil es einfach ein geiles Game ist. Geschmäcker sind auch hier verschieden. Ich glaube, dass es in keinem Franchise unterschiedlichere Meinungen zu Spielen gibt, wie in der Battlefield-Community. Die einen schwören auf die alten Teile, weil sie doch das Beste waren, was die Welt je gesehen hat. Die anderen finden die neueren Teile eben besser, weil auch das Setting cooler ist, inklusive mir zum Beispiel. Ich mag so Weltkriegs-Shooter irgendwie sehr. Und außerdem funktionieren die Spiele einfach in sich super gut. Und da ist Battlefield 5 keine Ausnahme. Über die Startschwierigkeiten von Battlefield-Spielen brauchen wir hoffentlich 2024 nicht mehr zu reden. Wer sich darüber noch aufregt, ist halt irgendwie auch selber schuld. Irgendwie gehört das zu einem Battlefield-Spiel mittlerweile dazu. Die kommen einfach unfertig auf den Markt. So ist das nun mal. Ist nicht schön, sollte nicht so sein, ist aber so. Ich finde, das ist ein Thema, was man auch mal langsam abhakt. Kann. Aber Battlefield 5 ist einfach eine Bank, wie ich finde. Super gebalanced, super Karten. Auch Infanterie und Fahrzeuge sind meiner Meinung nach spitze gebalanced. Man kriegt, wenn man im Trupp arbeitet, einen Panzer super klein. Aber
aber trotzdem ist ein Panzer eine Macht auf dem Schlachtfeld und man hat als Infanterie Respekt davor, so wie das halt sein sollte. Es gibt nur eine Sache, die Fliegerfaust. Aber auch das wäre, glaube ich, ein Thema für ein ganz eigenes Video. Auch hier gehen sicherlich die Meinungen weit auseinander von, das muss so sein, weil der Infanteriespieler einen Jäger unbedingt one-shotten muss, bis zu die Meinung eines Piloten, dass das Teil einfach overpowered AF ist. Und es auch keine Chance gibt, das Teil zu countern. Aber wie gesagt, auch das ist wieder ein Thema für ein anderes Video. Bleiben wir noch kurz bei den Spielerzahlen. Battlefield 5 ist im Moment einfach das meistgespielte Battlefield. Da können sich alle Battlefield 3 und 4 Liebhaber noch so in ihrem Grab umdrehen, hätte ich fast gesagt. Drüber aufregen ist wahrscheinlich der bessere Wortlaut. Ja, so machen wir das. Da können sich die Battlefield 3 und 4 Spieler noch so sehr drüber aufregen, dass die alten Spiele viel besser waren. Aber Battlefield 5 spricht meiner Meinung nach einfach noch eine breitere Masse an, weil es einfach ein bisschen kleiner, ein bisschen actionreicher, ein bisschen arcadiger, definitiv. Es ist arcadiger, keine Frage, ist als die alten Teile. Das Gunplay ist mega, das Movement ist up to date. Auch heute noch kann es definitiv mit den neueren Shootern mithalten, was bei den älteren Battlefield-Teilen einfach nicht mehr so ist. Wenn man die spielt, denkt man sich, man hätte Zementstiefel an und irgendwie ist das alles nicht so schön flüssig, wie man sich über das Schlachtfeld bewegen kann wie in Battlefield 5. So sehe ich das. Aber ich sehe auch jetzt schon wieder in den Kommentaren die Diskussionen heraufziehen und wisst ihr was? Das ist auch gut so, denn nur über Diskussionen kommt man irgendwie weiter und wie gesagt, Geschmäcker sind verschieden und der eine mag dieses Spiel, der andere mag jedes Spiel. Das Problem hat zum Beispiel Call of Duty weniger, weil die einfach seit 30 Jahren das gleiche Spiel machen. Und das liebe ich für meinen Teil einfach an dem Battlefield-Franchise, dass jedes Spiel immer anders ist. Und da gibt es zum Beispiel auch ein Hardline, wo ich selber sagen würde, okay, das ist eigentlich nicht wirklich aus der Sicht von damals passend für das Battlefield-Franchise. Aber, wie gesagt, das ist das Geile im Battlefield, dass sie einfach immer wieder was Neues machen. Vielleicht gibt es auch irgendwann mal ein Mittelalter-Battlefield oder ein Steinzeit-Battlefield. Dann aber auch mit Unterlauf, Laservisier für ein Speer und ein Red Dot drauf. Damit sich auch jeder wieder aufregen kann, wie unrealistisch das doch ist. Das ist dasselbe wie diese ewige Diskussion, dass ja total unrealistisch ist, wie die Flugzeuge im Battlefield 5 funktionieren und da müsste ja auf jeden Fall ein Strömungsabriss her, wenn das so langsam fliegt. Und ja, das ist vielleicht unrealistisch, aber deswegen mag man halt auch Battlefield spielen, weil es halt auch ein bisschen arcadig ist und eben keine Simulation oder so toll ist wie War Thunder. Also ich würde mich mega freuen, wenn Battlefield 5 einfach ein noch größeres Revival kriegt und sie sich einfach denken, obwohl das natürlich sehr unrealistisch ist, ist mir klar. Komm, wir hauen noch ein paar Karten raus, wir hauen noch ein Russland-DLC raus. Da sollen sie von mir aus auch 30 Euro für nehmen. Von mir aus würde ich, ohne mit der Wimper zu zucken, bezahlen. Noch eine Fraktion, geile Karten, genauso die Karten, die man von einem World War II-Shooter erwartet. Sprich Normandie, sprich Berlin, eine Panzerschlacht von Kursk als Event. Noch ein paar Frankreich-Karten, wie zum Beispiel Carentan etc. So diese ganzen Klassiker, die man halt von einem Zweiten Weltkriegs-Shooter einfach erwartet, die aber Battlefield 5 nicht geliefert hat, da sie ja unbedingt die unerzählten Stories vom Zweiten Weltkrieg erzählen wollten. Warum auch immer. Das wäre so mein Träumchen für Battlefield 5, beziehungsweise den Fortbestand von Battlefield 5 plus Firestorm einfach bitte Free-to-Play machen. Jetzt mit einem Anti-Cheat einfach frei zugänglich machen für alle. Das könnte Firestorm und das würde Firestorm sicherlich richtig wiederbeleben. Und das würden trotzdem viele spielen, auch wenn es irgendwie noch nicht ganz fertig ist und auf der Strecke geblieben ist, während dieses ganzen Battlefield 5 Enddebakels. Aber wie so oft bei Battlefield bzw. bei EA-Spielen, ein Spiel fängt an, richtig gut zu werden. So war es ja auch jetzt in Battlefield 5. Man erinnert sich, die Pazifik-Erweiterung kam. Alle haben gehofft, geil, jetzt geht's eigentlich erst richtig los mit Battlefield 5. Jetzt funktioniert das Spiel. Die ganzen TTK-Shenanigans sind vorbei und wir können endlich geil Battlefield zocken. Und was machen sie? Stellen das Spiel ein. Seltsamer Move, kennt man allerdings leider zu Genüge von Battlefield bzw. von EA. Und so sieht das Spiel leider dahin. Aber trotzdem hat es was Gutes, dass Battlefield 2042 jetzt eingestellt wurde bzw. auch nie richtig in Fahrt gekommen ist. Von Anfang an nicht, denn jetzt wollen wieder alle Battlefield 5 spielen. Und da freue ich mich, denn ich finde, es ist das geilste Battlefield. Eben wegen Movement, Gunplay, kleineren Karten, trotzdem geiler Balance und geilem Fahrzeug-Gameplay. Verbrennt mich dafür auf einem virtuellen Scheiterhaufen, ich find's geil. Und vielleicht sollten wir mal eine Petition starten für neuen Content für Battlefield 5.
Es gibt ja sogar noch Content, der gar nicht veröffentlicht wurde in den Files. Sah man immer wieder auf dem Schlachtfeld. Und da kriege ich jetzt wieder den Bogen zu den Cheatern. Denn es gab da auch Leute, die auf einmal mit einem Panzerschreck rumliefen. Obwohl die im Spiel eigentlich gar nicht verfügbar ist. Aber irgendwo in den Game-Files und deshalb halt von Cheatern benutzbar gemacht wurde. Einfach neuen Content. Niemand wird sich beschweren. Firestorm Free-to-Play machen mit Anti-Cheat. Und schon ist das Spiel wieder auf Kurs. Und wir haben was zu daddeln bis zum nächsten Battlefield. Was dann am Anfang natürlich wieder scheiße wird. Da brauchen wir uns gar nicht drüber zu unterhalten. Aber da mache ich dann natürlich auch ein Video drüber, wenn es dann soweit ist. Ich habe auch in meinen Clips bei TikTok und so weiter immer wieder Leute, die sagen, jetzt hast du es geschafft, ich installiere mir wieder Battlefield 5. Ich hoffe, das wird noch viel mehr so gehen, auch wenn sie dieses Video sehen. Lasst auf jeden Fall eure Meinung in den Kommentaren dazu. Es ist mir ein Fest, sie zu lesen. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video, wenn ihr das